Der fünfte Part in dieser Session. Wir sind hier mit dem Markoxy und dem Tramp, das bin ich. Wir sind im Himmel, im Skyrealm und wir sind bei Trove im Spiel. Ne, im Spiel Trove, so wollte ich eigentlich sagen. So, und jetzt was müssen wir jetzt tun? Wir müssen jetzt, wir bauen jetzt hier verschiedene Sachen ab. Ach, wir bauen ab. Diese weißen Steine hier. Ah ja, und was? Die sind doch gar nicht Ja, oder weiß. halt, ja, keine Ahnung, was ist. Die Pink. Crystallize Cloud, die brauchen wir einfach. So, und was stellen wir da? Oh, das dauert aber lang, die abzubauen. Was habe ich, eine Bombe? Ne, da ich habe leider keine Bomben dabei. Schade. Ich auch nicht. Mit Bomben wäre es viel einfacher. Die brauchen wir auf jeden Fall für verschiedene Sachen, für lustige. Oh je, oh je. Also steckt da nichts Ernsthaftes dahinter. Nix wirklich Ernsthaftes, nee. Na gut, dann bauen wir hier halt ein bisschen ab. Gibt's denn irgend so welche Themen, die dich zurzeit beschäftigen? Mich? Ja, dich. Nee. Bei dir? Nee. Auch nicht. Gut. Hat sich schon erledigt. Genau, richtig. Nee, nee, nee. Okay, alles klar. So, das war's auf diesem Ding hier. Auf zum nächsten. Da unten ist ein Titan, ein richtig großer Titan. Zu dem gehen wir nicht, den schaffen wir nicht. Red doch kein Bullshit, da gehen wir jetzt hin, komm. Nee. Du das. Pff, mach ich's halt Nee, das allein. schaffst du nicht allein, wenn ich den nicht mal schaff. Komm, wir machen den zu zweit. Ich will noch im Level steigen, sonst wird das nie was mit dem High-End-Level. Also, komm mal runter. Wenn du es nicht tust, gehe ich alleine. Okay, wir tun es. Sehr gute. Gute Wahl. Der kann ja nicht so schwer sein. Und schon sind wir tot. Ja, Der ist ja wirklich der krass. ist richtig krass. Schaff er nicht. Gib auf. Das ist ja gigantisch. Gib auf. Wieso ist der so Gib gut? auf. Ja, ich bin doch schon oben, Ich hab Mensch. gedacht, der kämpft gerade gegen dich. Nein, da wäre ich dann ja schon lang Aber der kämpft tot. gegen deinen Dings, gell? Der ist schon tot. Oder ist das meiner? Oh, es sind zwei Titans. Das wird man nie schaffen. Wieso ist der so gut? Ja, das ist richtig krass, dass der. Der ist richtig krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der so krass ist. Keine Chance, wir haben dem nicht mal was abgezogen, so wirklich. Das Und der stimmt. hat uns mit einem Schlag, also mich, auf null runter. Auf Echt? fast null, ja. Und du hast High-End-Level? Da muss ich ja lachen. Das schaffst du Ist nur, wenn schon du mehrere High-End-Level-Leute hast, wahrscheinlich. mehrere ist gut, da brauchst du fünf. Ja. Aber beim nächsten Mal muss ich echt eine Bombe mitnehmen. Dann geht das viel einfacher. Ja, jetzt muss ich mal eine Bombe Ja, ich haben. habe glaube einige. Ja, das ist hier der letzte Part in dieser Session, die wir hier machen. Der fünfte Part in der Session. Wir haben dann. Was haben wir gerade? Was für eine Uhrzeit? 12:30, oder? 12:40 Uhr. Oh, auch nicht schlecht. Das ist so die Standarduhrzeit, die wir immer aufnehmen. Zurzeit schon, Ja. ja, das. Ach, da ist das nächste. Aber ich habe einiges geschafft. Dann setzen wir uns das nächste dabei mit Trove auseinander. Und dann konzentrieren wir uns erstmal auf Saints Row 4. Richtig, ich habe es eigentlich runtergeladen. Ich muss da nur noch die Sicherungsdatei wiedererstellen. Also habe ich sie in 10 Minuten auch runtergeladen. Runtergeladen habe. Runtergeladen habe du. Turkey. Ja, da gibt es einer, Ah, jetzt der gehen wir hat da mal ein rüber. Tutorial gemacht, wie man Uplay-Spiele sichert. Und der hat dann gesagt, dann wartet ihr, bis ihr es runtergeladen habe. Das fand ich sowas von genial.
runtergeladen habe. Runtergeladen habe. Ja. Ja. Yeah. Hat er wirklich gesagt. Fand ich gut. Ist nice, ja. Scheiße, ich habe nochmal gegen diesen Mech gekämpft. Ich bin tot. Was? Glaubst du mir nicht? Doch, ich glaub's dir. Ich hab's aber nicht getan. Aber ich bin da unten bei diesem Mech. Und baue da die Steine ab. Alter, ich will gar nicht wissen, wenn ich den alleine packen würde, dann wäre ich schon jetzt Level 20. Dann wärst du Level 100 von 20. Level 100 von 20, das gibt's gar nicht. Ich sag ja, das geht ja nicht. Ja, wenn du Mastery Rank 300 bist oder so, dann wirst du es schon schaffen. Oder Power Rank 1000 oder sowas in die Richtung. Das könnte sein. Du kannst ja durch bessere Rüstung kannst du ja deinen Power Rank trotzdem steigern und dein Power Rank macht dich ja auch besser. Das heißt, deine Stärke ist nicht von deinem Level abhängig, aber dein Level heißt schon mal, dass du nicht ganz so schlecht bist. Ja, das heißt dann aber auch wiederum, dass das dann halt doch Geldmacherei ist. Ja klar, es ist immer Geldmacherei. Das kannst du nicht leugnen, sag ich mal. Ja, nee, aber das ist wirklich Geldmacherei vom Feinsten, also professionell. Ja, sie können es machen, weil sie wissen, sie haben eine große Fangemeinde, die da auch Geld ausgeben. Warum sollen sie es nicht machen? Würde ich auch so machen. Also ich würde da kein Geld ausgeben. Nein, ich würde kein Geld ausgeben, aber ich würde als Entwickler da das so machen, wie die. Trotzdem, ich würde da kein Geld ausgeben, also. Es reicht schon, dass ich damals bei Royal Revolt Geld ausgegeben habe, aber das hat sich gelohnt. Also ich sitze da jetzt immer noch dran und ich komme weiter, ohne irgendwas zu kaufen. Und es hat sich auch gelohnt, so von diesem kompletten Projekt aus gesehen. Auf jeden Fall. So, jetzt baue ich noch einen Klumpen ab und dann reicht das, glaube ich. Ein Klumper. Ein Klumperbombe, ne? Wir hätten die Insel, auf der wir unser Clubhaus gebaut hätten, auch noch erweitern können. Hä, hey, wie das? Ja, denn? Hätte funktioniert, aber wenn wir das jetzt machen würden, dann wird unser Clubhaus weg sein. Nee, das war viel zu viel Arbeit. Ja, auf jeden Fall, kommt gar nicht in Frage, aber es ging. Aber das habe ich halt nicht gewusst. Ich auch nicht. Da hast du auch irgendwas, ich glaube, irgendwas craften müssen. Das hätte ich sogar geschafft von den Materialien her, aber ja, bringt es auch nichts. Ja, wie erweitert? Eine größere Fläche? Ja, genau. Was? Ach, das baue ich noch ab und dann war's. Jetzt stell dir mal so einen Hardcore-Zocker vor, wo den ganzen Tag Trove zockt, weil es so süchtig macht. Ja. Das ist doch beängstigend, oder? Auf jeden Fall. Du machst nichts anderes. Du holst dir nur kurz was zu trinken, was zu essen, gehst du Pipi machen. Wenn du ganz abhängig bist, pingelst du eine leere Pfandflasche rein, dass du nicht aufstehen musst. Und dann zockst du den ganzen Tag Trove. 24 mal 7. Jetzt stell dir das mal vor. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich mir auch nicht. Das ist so ein bisschen unheimlich. Aber ich würde es gerne mal ausprobieren. Ich nicht. Ich habe da viel zu viel Angst davor. So dämlich sich das anhört, aber ich weiß nicht so ganz. Ich gehe in den Club.
Ach, dieser. Und stell dir mal vor, du kommst da nicht mehr weg von diesem PC. Ja, ist doch gut. Du lebst nur noch in Trove. Ja, du lebst eigentlich nicht mehr dein Leben, sondern du lebst Trove, ja? Genau. Richtig. Finde ich super. Ja, da, also wenn wir mal größer sind, dann kannst du das gerne mal testen, eine Woche lang. Und das gebe ich dir schriftlich. Nach dieser Woche wirst du kein PC mehr anfassen. Dann brauchst du Urlaub davon. Da wette ich mit dir. Okay. Oder du kommst dann wirklich gar nicht mehr weg. Eins von den beiden, ja? Ja. Ja. Top oder Flop, Baby, ne? Pop oder Shop? Hä? Was nochmal? Pop oder Shop? Pop oder Shop? Meister Proper! Decorative. Wo haben wir denn? Ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin auf Meister Proper. Decorative. Hä? Ich glaube, das geht mir so langsam auf die Nerven. So wie der Ding auf die Nerven geht. Ich nicht. Das kriege ich nicht mehr aus dem Kopf. Und du kriegst das nicht mehr aus dem Kopf. Ah, ist das geil. Ach da. Ja, aber irgendwie So, Spoil. dieses, das hört sich schon so an wie irgend so ein Fettsack, wo 220 Kilo wiegt, strohdumm und nichts in der Birne hat. Genau, ja, das stimmt. Arsch auf Eimer, du hast Ja? es richtig getroffen, ja. Richtig. Können wir auch mal so ein Testvideo machen, indem wir sagen, was meint ihr? Wie sehe ich aus? Beschreibt mich. Schreibt es in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen. Healing, Ich glaube, Alter. das mache ich. Craften wir einfach mal. Was craften wir denn noch? Ja, dann machen wir in 8 Minuten einen Cut. Dann sind nämlich 20 Minuten um. Ach, das machen wir mal. Ich verschöne unser Haus mal ein bisschen. Oh, da kommt nichts Gutes bei raus. Das ist ja wie Goyle von Harry Potter. Alter. Das machen wir. Nichts. Du, Tramp, ich muss dir was sagen. Mach. Ja, machen wir mal. Nix. Cybernetic Display. Wow. Tramp. Ja, das machen wir mal. Hallo, Tramp. Ja. Nix. Green Neon Demonstrate Section. Tramp. Ja, das machen wir mal. Hallo. Barrel of Toxic Waste. Machen wir mal. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30. Holy 30 Fleisch. Sprünge. Alter, was ist das für? Machen wir mal. What? Wir probieren ein bisschen aus. Kandoria? Nee. Oh, jetzt hat dieser Spacken sein Ding abgebaut. So ein Arsch. Der hat den Turm bis zum Himmel. Wer? Hoffentlich hat der nicht so einen langen Pimmel.
Irgend so ein Typ, wo sein Haus vor meinem errichtet hat. Das war höher als meins. Also, der hatte ein kleines Mini-Haus. Und auf dem kleinen Mini-Haus, da war eine riesengroße Antenne, die höher ist als mein Haus. Das ist Do nicht you gut, understand? ja. Fünf. Cool. Alter, wenn ich da jetzt von meinem Haus alle Steine abbauen würde, dann hätte ich mehr Steine als 9.999. Wäre mal eine Überlegung wert. Erst alles mühsam aufbauen, dann alles abbauen, um zu gucken, wie viele Steine man insgesamt hat. Das macht man, wenn man Langeweile hat. Ja gut, Leute, mein Speicher ist voll, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschaußen. Tschüss.